Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 7. Folge Jurassic World Evolution. Einige Zeit ist vergangen, um genau zu sein, einen Tag, glaube ich. Ich habe mich etwas informiert und zwar ist es wohl am besten... Oh, ein Sturm nähert sich. Eine Sturmabwehrstation überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturms. Wo ist denn die Sturmabwehrstation? Hier oben war die. Okay, inwiefern... Weiß ich nicht, was die gerade beobachtet. Irgendwie können wir es nicht einsehen. Was ich sagen wollte, es ist wohl am besten, um hier schneller voranzukommen, wenn wir erstmal die Mission einer Fraktion machen, um die aufzuleveln sozusagen. Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Oh, oh. Und wir bekommen jede Menge davon. Dann öffnen wir mal den Schutzraum lieber. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir dann hier... Hier unten noch eine dieser... Warte mal, wo finde ich den jetzt? Betriebsgebäude wahrscheinlich. Kostet nur 100.000. Das geht. Wenn wir die hier so hinsetzen, müsste eigentlich auch alles mit ihrem... Vielleicht können wir die erst drehen, so hier. Wenn wir sie hier hinsetzen, müsste erst recht alles drin sein. Okay. Gehen wir das mal. Drehen. Okay, so geht's nicht. Müssen wir uns hier. So ist gerade ungefähr. Geht's noch näher ran? Nicht wirklich. So. Da müssen auch alle unsere Gebäude hier strukturbeschädigt. Oh oh. Fossilienzentrum. Okay. Das könnten wir dann mit dem Ranger-Team wieder reparieren. Ich weiß noch nicht. Das kostet 48.000, okay. Wenn wir das denen jetzt befehlen, das zu reparieren, kostet es auch 48.000. Also das spielt keine Rolle. Das habe ich nämlich auch gesehen, ist, es ist unterschiedlich, ob wir manchmal die Aufgaben an die Ranger delegieren oder ob wir die selber machen. Zum Beispiel, wenn wir die Dinos abschießen wollen, dann, also mit den Betäubungspfeilen, dann kostet das irgendwie was. Aber wenn wir die halt selber abschießen mit den Betäubungspfeilen, dann kostet das wiederum nichts. Ist also alles ein bisschen so eine gewisse Sache, worauf man achten kann. Okay, unser Gewinn hier sinkt, aber jetzt können wir den Schutzraum ja auch wieder schließen. Der Sturm ist vorbei. Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ja. Und dann habe ich mir noch gedacht, da wir hier ja das eine Fossil noch haben, wir haben ausreichend Geld eigentlich, wir machen das jetzt mal. Ja. Und ich frage gleich mal hier nach einem neuen Auftrag. Ach ja, was mir noch aufgefallen ist, mir ist einiges aufgefallen, was ich bisher nicht wusste. Moment, wo sehen wir das? Ruf, glaube ich, ja. Also, wir haben ja einen gewissen Ruf, den wir hier sehen, und es gibt einige Sachen, die wir erst freischalten, wenn wir auf bestimmten Inseln einen bestimmten Ruf bei einer bestimmten Fraktion haben. Das heißt, wenn wir auf dieser Insel den Ruf bei der Sicherheit so hoch treiben, dann erst schalten wir das mittlere Kraftwerk frei als Forschungsziel. Alles ein bisschen schwierig, weil wir hier diese, also weil wir sehr viele Aufgaben annehmen müssen, dass wir diese ganzen Forschungsziele hier freischalten. Aber es ist gut zu wissen, dass es so läuft. Besser als vorher. Gewinn pro Minute, okay. 72.000 ist in Ordnung. Jetzt habe ich wieder vergessen, einen neuen Auftrag anzunehmen. Und da wir hier einmal bei der Wissenschaft ganz oben sind, werde ich die auch als erstes mal machen. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch. Ja, das ist nicht schlecht. Achso, das ist das, was wir gerade angefangen haben. Denn eine Expedition wollte ich sowieso gerade machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber ich glaube, wenn wir an diese gelben Stationen fahren, bekommen wir mehr oder weniger erstmal diese nicht fossilen Funde. Mehr als wenn wir zu Grabungsstätten fahren, wo wir schon waren. Ich hoffe, man konnte mir jetzt folgen. Oder ich bilde mir das nur ein, aber irgendwie kommt es mir jedenfalls so vor. Wurde das ja aufgefüllt. Reserve 5.
Okay. Es geht noch einigermaßen. Ach ja. Und wir hatten ja in der vorletzten Folge, war das, glaube ich, das Problem, dass unserem Ceratosaurus hier irgendwie das Gehege nicht gefallen hat. Und bei dem Spiel ist es wohl so, dass wenn die Tiere, also der Wert der Tiere bezieht sich nicht auf das komplette Gehege, also ob ich jetzt hier 70% Gras, 10% Wasser und noch 20% Bäume habe oder sowas. Nein, das Tier zieht immer so einen gewissen Umgebungsradius um sich, sage ich mal. Und in welche Umgebung halt in diesen Radius fällt, genau darauf bezieht sich das. Also wenn das Tier hier im Grasland steht, hat es einen geringeren Waldwert, was irgendwie ziemlich blöd ist. Aber es ist so. Das heißt, wir brauchen dann oder bräuchten dann bei dem Ceratosaurus viel mehr Grasfläche, weil irgendwie die Bäume hier hinten ihn dann zu sehr stören oder so. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, wir wissen es jetzt. Können wir es besser machen demnächst. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja jetzt schon den perfekten Struthiomimus. Nee, sind noch bei 92%. Okay. Coritosaurus wollen wir. Den würde ich ja gerne haben. Und den Dilophosaurus, den Erfolg, oder da sind gerade unsere Grabungsleute hin. Dracorex kostet 200.000. Okay, den könnten wir machen. Hat allerdings nur eine Lebensfähigkeit von 55%. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig, wenn man bedenkt, dass der Dracorex auch mindestens 2 Exemplare braucht. Das ist etwas, was man komischerweise auch immer erst am lebenden Exemplar herausfindet. Das wird sonst irgendwo anders vermerkt. Es geht darum, um dieses Sozial und um diese Bestandsoption hier. Sozial bedeutet, dass oder bezieht sich nur auf die Spezies einer Art oder auf die Exemplare einer Art. Das heißt, wenn wir im roten Bereich hier ankommen, sind zu viele Triceratops in dem Gehege. Wir können allerdings, da der Bestand ja hier weitergeht, noch mehrere andere Dinosaurier ins Gehege machen, die nicht von der Art Triceratops sind. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Ja, danke. Und bei den... Oh, jetzt startet die Hauptmission Wissenschaft. Ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Okay. Gefährlich. Klingt gefährlich. Ein kranker Dino? Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Hören Sie genau hin. Hören Sie es? Ah, da. Ich glaube, das war er. Mein exakter Wortlaut. Ihnen wird in Kürze ein kranker Dinosaurier auf dem Luftweg zugestellt werden. Wir müssen die Art und der Krankheit ergründen und ein Heilmittel finden. Doch zuvor müssen wir die Anlage entsprechend darauf vorbereiten. Stellen Sie zuallererst sicher, dass Sie sowohl über einsatzbereite Ranger als auch über ein betriebsbereites Forschungszentrum verfügen. Okay. Ein Forschungszentrum haben wir natürlich noch nicht. Das kostet 400.000. Okay, das können wir uns leisten. Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder einfach nur neidisch ist. Vielleicht beides. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Ich glaube, Dr. Malcolm ist einfach ein Realist. Das bedeutet nur, dass die gerade wieder hier sind. Der Dilo sollte fertig werden. Aber welche waren da? Der Coritosaurus war der, den ich haben wollte, ja, ne? Dann nehmen wir mal... Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Der einen Kadaver frisst? Nee. Kadaver können wir nicht machen, weil dann brauchen wir noch einen toten Dino. Aber wir haben ja nicht mal einen Fleischfresser. So. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Forschungszentrum für 400.000. Aber wir brauchen höchstwahrscheinlich dann auch noch ein neues Gehege für den ankommenden Dino. Sollen wir mal schauen, wo wir das hier bauen könnten. Wie weit geht denn hier? Moment, das machen wir mal anders. Ich gucke erstmal auf die Karte. Wo, ja, okay. Also das in den gelben Zeilen oder hier gelb markiert, das ist unser, wie nenne ich es denn? Unser Baubereich. Das heißt, wir könnten noch nach hier oben ein ganz schönes Stück erweitern. Oder aber auch nach hier unten. Ich weiß gar nicht, was jetzt besser wäre.
Ich würde einfach mal... Ja, was würde ich denn? Bin gerade nicht sehr entscheidungsfreudig. Okay, der Dilophosaurus ist fertig. Das heißt, wir brauchen zwei neue Gehege gleich. Vielleicht können wir ja hier irgendwie so anbauen, sage ich mal. So, und dann hier hinten rum noch. Wobei wir dann wieder das Problem mit den Beobachtungsgalerien haben, dass die Zuschauer oder die Besucher dann wahrscheinlich nicht das ganze, das ganze Gehege einsehen können. Aber, naja. Wie man es macht, ist es eh immer verkehrt. Hier oben wäre vielleicht noch... Das würde ja vom Platz her ungefähr auch hinkommen, ne? Vielleicht machen wir es mal hier hin. Zumindest für den Dilo, weil der ist ja, glaube ich, nicht allzu groß. Also der braucht nicht ein allzu großes Gehege. Aber auf jeden Fall brauchen wir hier oder hier einen Zaun vom Entwicklungslabor. Weil wir ja jetzt nur Pflanzenfresser haben. Und Dilo ist ein Fleischfresser, wenn ich mich nicht irre. Was haben wir denn hier? Leichter elektrischer Stahlzaun. Tor. Vielleicht wäre es ganz gut mit dem elektrischen Zaun. Dann. Ich baue erstmal die Beobachtungsgalerie. Dann kann er vielleicht nicht ganz so leicht ausbrechen. Kostet 150.000. Uiuiui. Drehen, drehen, drehen. Ja, okay, okay. So hier vielleicht. Da müssen wir den Weg ein bisschen... Ich mache den Weg mal kurz weg, damit wir den Platz optimal ausnutzen können. Drehen, 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 drehen. Ja, so. Na, was ist jetzt hier? Terrainbeschränkungen. Zack. Jetzt können wir hier den Weg wieder bauen. So. Und. Na, warum geht denn das jetzt so nicht? Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht so. Weg damit. Weg, Weg, Weg. Ich will aber halt auch... Naja. Naja, vielleicht machen wir einfach... Ja, ja, Weg nicht verbunden. Ist schon klar. So. Und dann... Den erstmal hier. Oh, jetzt habe ich das gemacht. Falsch. Ja, so. Sieht jetzt zwar nicht allzu schön aus, aber passt schon irgendwie. Das ist ja sowieso das Motto hier. Passt schon irgendwie. Ja, wie machen wir es denn jetzt am besten? So eine hässliche Kurve. Moment. Ja, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu spitz, aber... Ja, so. Irgendwie... Krankheit eingedämmt. Ich kümmere mich gleich drum. Moment. So, wer ist denn hier krank, bitteschön? Hier. Einer unserer Huayangosaurier. Was hat er denn? Farnvergiftung. Ich hoffe, das können wir heilen. Wo sind denn unsere Ranger hier? Wo waren die denn? Moment, Moment, Moment. Das hier ist doch das Ranger-Team, ne?
Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen. Und Farnvergiftung zur Heilung benötigt. Oh, das haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen doch jetzt schnell noch das Forschungszentrum. Shit. Wir brauchen das Forschungszentrum und müssen das erforschen. Die Heilung dafür. Kacke. Das ist echt Mist jetzt. Shit. Wo bauen wir denn das am besten jetzt hier noch hin? Ja, hier würde es passen wahrscheinlich, ne? Terrarbeschränkungen. Terrarbeschränkungen. Ja, dann muss das... dann muss das leider hier hinten irgendwie so hin. Zack. Und der Weg noch. Ja, Kurvenweg bitte. Und... so. Oh, jetzt sind... ach, jetzt sind die beiden krank. Scheiße. Komm schon, schneller ein bisschen. Zum Zentrum. Ja. Jupp. Verkaufen und... den wollen wir auch noch verkaufen. Ach, Mist. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich hoffe, die sterben nicht. Das wäre echt blöd dann. Aber dann hätten wir zumindest ein freies Gehege. Aber gut. Weg nicht verbunden. Benötigt Wegverbindung. Okay. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Ach, hier hinten ist das. Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen. So. Ankunft okay. Des Kranken. Wie ich bereits erwähnte, die Blutokus. Ach du Scheiße. Wir müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das schaffen wir dann doch nicht mehr ganz mit dem mit dem neuen Gehege. Das hier sollte ja eigentlich für den Dilo sein. Dann packen wir den Kranken einfach dort rein auf die Schnelle. Machen hier noch ein Tor hin irgendwo, wo es passt. Passt's denn? Hier, naja, da ist vielleicht ein bisschen doof, aber müssen wir es hier oben halt hinmachen. So, zack. Und Wasser braucht er ja auch noch. Nee, das hier ist Wasser, ne? Radius. Geht das noch kleiner? Nee. Machen wir das Wasser am besten hin hier oben vielleicht. So. Fun-Vergiftung ist abgeschlossen. Dann müssen jetzt die Ranger... niedrige Gesundheit. Ja, wir kommen schon. Sie müssen sich um ihre Dinos kümmern. Zack. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ranger, auf geht's. Vielleicht noch ein paar Bäume, das sieht hier relativ... oder das ist dann vielleicht die Frage, wieder braucht der Diplo mehr Bäume oder mehr Graswald. Grasland meine ich. Werden wir ja dann wahrscheinlich mal wieder zu spät sehen. Aber, okay. Sind Sie bereit, ihn um 200.000 zu transportieren? Ach, ich soll auch noch für, das bezahlen, oder was? Ist ja jetzt nicht deren Ernst. Oder bekomme ich dann 200.000? Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ach, da ist er ja schon. Alter. Krankheitsausbruch unter Kontrolle. Okay, keine Pfannvergiftung mehr. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Futterquelle hat. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Wasserquelle hat. Ja, Wasser hat er. Futter ist dann vielleicht noch die Frage. Große Futterstation für Pflanzenfresser. Sauropoden mit passendem... ja, das ist ja ein Sauropode, ne? Zu nah am Dinosaurier. 300.000. Ich will mich doch verarschen.
Okay. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Zu wenig Grasland. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Das ist nicht gut. Stelle fest, Sie und Dr. Duer haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Hä? Das gefällt ihm beides nicht. Ist ja jetzt nicht wahr. Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Krypto irgendwas sollen wir machen. Wo haben wir das hier hängen? Sitz hin. Forschung ansehen. Krypto irgendwas ist das hier. Erforschen. 2 Minuten, okay. So. Es ist ihm trotzdem nicht. Wahrscheinlich zu klein, das Gehege, ne? Ist ja auch ein riesiges Tier. Ach, dann müssen wir doch hier irgendwie noch anbauen. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, ist nur leider 3.0, also 3 Sterne sind ganz schön, sind zu viel im Akt, im Moment, würde ich sagen. Ja, wie machen wir es denn jetzt hier mit ihm? Seine Geborgenheit sinkt natürlich. Ist nicht gut, weil er dann ausflippt. Ach, wir könnten Expeditionsteam gleich mal wieder lossenden. So. Ja, hier könnten wir eine große Anlage bauen. Ist dann nur die Frage, ob ihm das Tor leichter Stahlzaun. Ja, scheiße, ne? Richtige Scheiße. Verbaut. Ich muss nur mal kurz aufs Geld achten, nicht, dass wir hier zu wenig Geld bekommen. Zu wenig Geld übrig haben, meine ich. Kommen wir hier irgendwie dran? Ja. Okay. Das ist ein einigermaßen großes Gehege. Okay. Jetzt könnten unsere Ranger eigentlich den hier mal medizinisch behandeln. Lege weitere Aufgabe fest. Okay. Aber hier haben wir auch noch kein Wasser, ne? Das heißt, wir brauchen noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Moment mal. Achso, jetzt fehlt ja hier noch die Hälfte des Geheges. Das wäre ja blöd, wenn wir ihn dann dort reinsetzen, obwohl hier der Zaun fehlt. Nö. So. Sehr schön. So und so. Na, wollen wir heute nicht? Doch, so geht's. Alles klar. Das ist doch ein ausreichend großes Gehege, hoffe ich mal. Wo sind denn unsere Ranger hier? Wie sieht's dann aus mit der Gesundheit? Okay, heilt. Dann können wir ihn ja gleich mal betäuben. Solange, oder bis ich hier mal... Wenn ich hier Wasser gemacht habe, es ist aber auch schwierig mit dem Reden immer. So. Ich kann gerade nicht nach dem Fossilien gucken. Und bevor er danach weiter seine Gesundheit... Ne, nicht seine Gesundheit, seine Geborgenheit meine ich. Bevor die noch weiter runtergeht, fahren wir lieber mal los hier. Und betäuben den. Das ist nämlich, glaube ich... Ankunft von kranken Metriacanthosaurus steht kurz bevor. Wie heben wir denn ab? Jetzt stehe ich hier im Busch und kann nicht los. So. R ist das Betäubungsgewehr. Zielen, zielen, zielen. Produkt getroffen. Okay, getroffen. Dann
Danke. Wir gehen hier wieder raus und gucken mal, ob wir jetzt noch das Betriebsgebäude, Stromgehege war das, Pflanzenfresser, Futterstation hier. Packen wir hier hin. Ja, und gut, mit dem Grasland müssen wir dann gucken. Schläft der nicht? Warum schläft der nicht? Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, hallo? Sondern auch beobachten. Leute? Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Ihr solltet den noch. Weiter so. Ach, dann müssen wir es halt so machen. 40.000, sehr gut. Es muss jetzt echt schnell gehen. Dann packen wir den anderen hier rein. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein großer. Ich sag mir gerade absolut nichts, dieser Name. Metriacanthosaurus. Hoffentlich bombardieren die uns jetzt hier nicht mit solchen großen Sauropoden. So, okay. Okay, schnell. Transportteam. Den hier. Wenn wir hier hin haben. Das Produkt muss eingesammelt werden. Vielleicht können wir dann jetzt hier noch diese Galerie hinbauen. Die war ja 150.000. Okay, das ist halt nicht allzu viel. Wie weit können wir denn hier in das Gehege gucken? Ja, okay, das. Okay, Dinosaurier transportieren. Bringt den dahin. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Okay, was ist das? Ach, das ist ein. Ist das ein Fleischfresser? Sieht so fast so aus, ne? Ja, scheiße. Okay, wir brauchen ein Tor. Und wir brauchen diese scheiß Beobachtungsgalerie. Zack. Ein Tor, bitte. Zack. Dann kommt das hier weg. Okay, 24.000 kriegen wir zurück. Zu einer Futterquelle. Ja, der braucht dann wahrscheinlich Fleischfresser-Futterstation hier. Produkt transportiert. Was hat der denn für eine Krankheit? Das ist schon wieder zu wenig Grasland. Krypto irgendwas. Okay, das kann ja dann das Ranger-Team wieder machen. Können wir hinzufügen. Bestätigt. Heilen für 30.000. Kein Strom. Wo? Warum nicht? Wer hat keinen Strom? Achso, die haben noch kein Umschmannwerk. Ich muss Ihnen zu Ihrer Dinosaurierbewertung ja. Gut, dass hier noch jemand versteht, dass es in der Evolutionswissenschaft ums Gewinnen und ums Verlieren geht. Ah, man kann das also auch hier ersetzen von Strommasten. Das ist gut. Das ist echt gut. So. Wie sieht's denn aus, Mana? Super. Okay, das Gehege ist riesig für ihn. Alles klar. Alles gut. Und wie sieht's hier aus bei ihm? Grasland ist zu wenig und Wald ist auch zu wenig. Das heißt also, das Gehege ist potenziell zu klein für ihn. Eingehende Übertragung. Yay! Die Heilung haben wir abgeschlossen. 1,5 Millionen. Forschungsteam Bravo ist jetzt verfügbar. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte. Und unser Dino ist geheilt. Okay. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. Moment. Stopp. Hallo. Also, der braucht noch ein bisschen Grasland. Das heißt, der braucht ein größeres Gehege. Wie wär's denn? Können wir den Weg hier oben rumführen? Dann könnten wir das Gehege hier ja noch ein Stück erweitern. Weg. Wir mal, ob das hier irgendwie möglich ist.
So. So. Sehr gut. Das klappt ja schon mal. Nee, das wollen wir nicht wegreißen. Wir wollen das noch erweitern. So, elektrischer Zaun kommt hier oben lang. Zack, kein Strom. Ja, ist nicht weiter schlimm. So. Das ist jetzt verbunden, wenn ich mich nicht irre, ne? Dann können wir das wegreißen. Das wegreißen. Und wo ist der andere? Hier. So. Jetzt hat er schon mal mehr Gras, also auf jeden Fall immer ein bisschen zu wenig, zu viel Wald. Moment. Den kriegen wir so hier weg. Was sagt er jetzt? Grasland ist super. Okay. Klasse. Jetzt haben wir zwei glückliche Dinosaurier. Der Strom ist gerade aus, wie es aussieht. Aber wir könnten, das ist mir nämlich auch aufgefallen, wir können im Forschungszentrum, glaube ich, nämlich doch schon diese Upgrades von den Gebäuden erforschen. Die stehen nämlich unter Gebäude-Upgrades und nicht unter Gebäuden, wie ich das dachte. Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke. Ja, das machen wir mal. Und dann müsste das ja auch, könnten wir damit das Kraftwerk aufrüsten, ohne noch hier mehr Dinosaurierbedrohung. Was? Moment, was bedeutet das denn? Gefahr für die Gäste. Habe ich hier einen Zaun vergessen? Stopp. Stopp. Ist hier ein Zaun? Scheiße, hier sind Leute drin! Scheiße! Oh Gott, nein, ich habe die Leute eingesperrt. Ja, lauf doch einfach aus dem Gehege raus. Oh Gott, nein, nein! Diese solche Bedrohung. Ich habe die Leute eingesperrt. Das gibt's ja nicht. Hoffentlich merkt das keiner. Na, wenigstens rennt er sie nur um. Sind sie jetzt trotzdem tot? Ich hoffe nicht. Geringe Kapazität. Großartiges Wohlbefinden. Okay. Die sind tot, oder? Da laufen immer noch welche rum. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Edmond Tourneau. Haben wir ja nicht mal. Ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich, ne? Ah, gut. Vielleicht, wenn wir den... können wir den vielleicht... Aufgabe hinzufügen. Können wir den vielleicht irgendwie betäuben? Nee, okay. Wie es aussieht, sind die jetzt auch tot. Hm. Shit. Damit hat doch niemand gerechnet hier. Aber ich wollte mal gerade gucken. Okay, Forschung abgeschlossen, Grabungsertrag. Ach so, okay, wir haben jetzt hier alles schon freigeschaltet. Das heißt, ich muss jetzt hier auf die Wissenschaft keine Rücksicht mehr nehmen. Und kann demzufolge eigentlich das hier alles machen. Okay, gehen wir auf Unterhaltung dann als nächstes. Gut, als nächstes ist das Stichwort. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, nachdem wir hier die Dinosaurier geheilt haben in dieser Folge und leider irgendwelche Besucher gefressen wurden, die ich eingesperrt habe. Naja, in der nächsten Folge machen wir es besser. Bis dahin. Tschüss.